Das Kind schläft. Er ist ein Mensch, kein Vogel. Guten Morgen, hallo. Wir sind hier in La Paz in Bolivien an der deutschen Schule Mariscal Braun, Colegio Alemán Mariscal Braun. Wir haben Kindergarten, Grundschule, Gymnasium und Berufsschule, bieten sowohl den nationalen Abschluss an, um studieren zu können, als auch das deutsche Abitur, und ungefähr die Hälfte der Schüler machen das Abitur. Wir arbeiten seit 6 Jahren mit der Immersion und reagieren im Grunde genommen darauf, dass wir in Südamerika insgesamt immer weniger deutsche Muttersprachler haben. Immersion ist ein systematischer Zugang auf dem Weg zur Bilingualität. Das ist keine Sprache lernen, sondern es ist eigentlich die Idee einer zweiten Muttersprache. Und das muss halt irgendwie pädagogisch bewältigt werden. Mit den Brillen auf der Nase sieht der alte Osterhase von dem blauen Bären kommen wir. Sprachbad heißt halt einfach, dass die Kinder, ich will nicht sagen, ins Wasser geworfen werden, aber dass sie so viel konfrontiert werden mit der deutschen Sprache, wie es nur irgend geht. Im Spiel, beim Lernen, in allen Fächern aber auch. Ja, die haben ja ganz am Anfang weit über 20 Stunden auf Deutsch. Ja, also von Sachkunde bis Mathematik und so weiter wird alles auf Deutsch gemacht. Und insofern gibt es kein Entrinnen. Und das ist einfach das Gute und das Schöne daran. Mein Obst fällt im Herbst in Deutschland von den Bäumen runter. Welches Obst meine ich? Der Apfel. Gut, super. Man sieht, dass die Kinder mehr oder weniger ausschließlich Deutsch hören und in diesem deutschen Sprachbad sich so zurechtfinden müssen. Es hat ganz, ganz viele kleine Kerne. Normalerweise versuche ich halt eine Stunde möglichst konkret aufzubauen. Wir haben also vorher auch Obstspieße gemacht, zusammen gefrühstückt. Und jetzt geht es darum, diese Begriffe zu klären. Wie heißen die Obstsorten? Wie schmecken sie mir? Wo kommt das Obst her? Wo wächst es? Einfach um den Wortschatz zu erweitern und die Kinder zum Sprechen zu bringen. Wer stellt den Stundenplan vorab? Korisch. In der ersten Stunde haben wir Mathematik. Der Morgenkreis ist so, wir machen einen Kreis und wir spielen und lernen und machen wir den Stundenplan und den Datum und was haben wir den anderen Tag gemacht und was haben wir gestern gemacht und am Wochenende. Ja. Was tolerierst du nicht, Gigi? Ich toleriere nicht ein Kind, andere Kind. Reiten? Nein. Hauen? Wenn Schlagen? Ein Kind Schlagen? Haut und dann den anderen Kind lacht. Auslachen. Ah, auslachen. Auslachen. Dass ein Kind ein anderes Kind auslacht. Das geht von Kopf bis Fuß. Von Kopf bis Fuß und eine Hand zum Gruß und noch eine Hand zum Gruß. Wir laufen, winken, winken, winken. Ich spreche in meiner Klasse nur Deutsch. Also ich erkläre wirklich nichts auf Spanisch. Das Komische, finde ich, ist, dass die Kinder zum Beispiel zu den Eltern sagen, meine Lehrerin spricht gar kein Spanisch. Sie spricht nur Deutsch und das stimmt ja nicht. Ne? Aber sie haben das Gefühl oder sie haben den Eindruck, dass ich wirklich nur Deutsch spreche. Und das finde ich super, weil sie doch sich bemühen, nur Deutsch zu sprechen mit mir. 70, 80, 90. Ja, und vor 80, ach vor 90 kam? 80. Genau. Es braucht immer eine Weile, bis alle Kinder sich wohlfühlen mit dem Deutschen, bis sie realisieren, boah, die redet echt nur Deutsch. Aber dann kommen sie da alle rein. Dieses Ich verstehe gar nicht. Für die Kinder als Gefühl gibt es das, aber die merken dann auch, wir verstehen doch ganz viel und wir können es dann doch umsetzen.
Wenn du ein Wort nicht weißt, dann suchst du in deinem Kopf Wörter, das du kennst. So wie lachen, so wenn du dein Gesicht so machst. Nach oben mach deine Lippen. Der Kindergarten macht viel, um die Kinder darauf vorzubereiten, auf die Immersion. Wir sind auch thematisch aufeinander aufgebaut. Ich kann mich darauf verlassen, dass sie im Kindergarten schon mal was gemacht haben und darauf aufbauen. Kartoffelsalat, nicht wahr? Kartoffelsalat, super lecker. Ja. Mmh. Die Kinder lernen am besten, wenn sie handelnd Sachen machen. Und das ist bei der Sprache auch ganz wichtig. Beim Kochen ist es jetzt so, dass wir immer das, was man benutzt, dass man das mit den Kindern betrachtet und dann spreche ich vor und die Kinder saugen das auf oder nehmen das einfach auf. Ich versuche dann auch mit Gestik und Mimik die Sachen zu erklären. Nicht mit den Händen in die Augen fassen, das brennt. Ja, nicht in die Augen. Ich bin sehr stolz auf meine Kleinen. Ich staune jeden Tag, wenn man merkt, dass die Kinder anfangen, deutsche Sätze zu sprechen, dich zu verstehen. Das ist einfach super schön. Und deshalb mache ich die Arbeit auch. Rein damit, rein damit. Die vier Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ich glaube, es gab noch keinen Lehrer der ersten Klasse, der nicht am ersten Tag rausgekommen ist und gesagt hat, die verstehen ja gar nichts. Das ist so. Man muss sich im Klaren darüber sein, dass es natürlich schwer ist. Aber man muss dann einfach den Mut haben, weiterzumachen und den Kindern das zutrauen. Die können meistens mehr, als man denkt. Ich glaube schon, dass es tatsächlich die schönste Methode ist, eine Sprache zu lernen. Also das einfach aufzunehmen, intuitiv zu sprechen und dann irgendwie zu merken, man kommt voran. Und jetzt runter? Also was man sehen kann und spüren kann, ist, dass es viel mehr deutsche Sprache in der Schule gibt inzwischen. Dass die Kleinen die Sprache angstfrei und selbstverständlich nutzen, selbst wenn es ihnen schwerfällt. Ja, sie kommen zu mir morgens bei der Begrüßung und wollen mir was erzählen. Du Direktor, der sowieso hat das und das gemacht oder sonst was. Also sie erzählen auf Deutsch und ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich sie auf Spanisch frage, wie es ihnen geht oder so und beiß mir dann anschließend auf die Zunge, aber sie antworten sogar auf Deutsch und das ist faszinierend. Ich erlebe, dass die älteren Schüler, die halt das Deutsch als Fremdsprache gelernt haben, sich viel schwerer tun mit dem Deutschen, als es die Kleinen tun, die halt einfach drauf losbrabbeln und die da irgendwie durchkommen. Das ist toll. Ich spreche mit meinem Bruder auf Deutsch und wenn wir sprechen, meine Mama weiß denn nicht alles. Meine Mama sagt, ja, das ist schwierig. Und ich sage, nein, für mich ist es schwierig, weil für mich ist es nicht schwer. Ja.